Die Ursache für das massive Fischsterben in der Oder gibt den Behörden weiterhin Rätsel auf. Es gebe eine absolute Anomalie des Wassers, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel. In dem Fluss seien ein hoher Sauerstoffgehalt, ein hoher Salzgehalt und ein hoher pH-Wert festgestellt worden. Es sei aber weiterhin unklar, ob daneben weitere Stoffe in die Oder gelangt seien. Die Untersuchungen gehen weiter. Entgegen früherer Mutmaßungen ist das gefundene Quecksilber im Wasser offenbar nicht die Ursache des Fischsterbens. Das Wasser der Oder strömt derweil in Richtung Ostsee. Bundesumweltministerin Steffi Lemke schließt nicht aus, dass die Behörden eine Badewarnung etwa im Bereich der Ferieninsel Usedom für die Ostsee aussprechen könnten. Dort halten sich gerade tausende Urlauber auf. Sie spricht von einer Giftfracht im Fluss, betont aber gleichzeitig, dass die Ursache unklar sei. Wann dieses Gift sich so weit verdünnt habe, dass es keine Gefahr für Natur und Mensch mehr darstelle, sei nicht klar. Die Behörden würden Warnungen aussprechen, wenn es notwendig sei, sagte Lemke.